Vor rund 12 Jahren starb der deutsch-österreichische Schauspieler Klaus-Jürgen Wassau, Kreuz 78, bekannt aus der Serie Schwarzwaldklinik, nach einem Kreislaufkollaps mit 78 Jahren. Für seinen Sohn Ben war es bereits der zweite Tod in kurzer Zeit, den er verschmerzen musste. Nur ein Jahr zuvor verstarb seine Mutter Yvonne mit nur 50 Jahren an Brustkrebs. Der mittlerweile 25-jährige Ben scheint nach all den Jahren nun ein besonderes Glück zu erleben, er wird heiraten. Nur selten postet Ben auf Instagram aus seinem Privatleben. Vor wenigen Tagen jedoch machte er eine private Ankündigung. Mit einem Foto, das einen funkelnden Ring am Finger seiner Partnerin Elha Veraknisada zeigt, machte er seine Verlobung öffentlich. Zu dem Foto schrieb er, dankbar für die Arbeit, die Gott in den vergangenen Jahren an uns geleistet hat, er war so gut zu uns. Dankbar für den wundervollen Segen, den Gott mir mit Elha geschenkt hat und auch für die Zukunft, auf die wir zusteuern. Unter seinen Kommentar setzte Ben die beiden Hashtags Rautische Said Yes, also sie sagte Ja und Raute Thank You Jesus, Danke Jesus. Im Oktober 2018 postete Ben zum ersten Mal eine Reihe von Fotos, die ihm gemeinsam mit Freundin Lehel zeigen. Auch damals war Ben in seinem Kommentar bereits dankbar für das klügste, liebste und lustigste Mädchen, das er kenne.